Gleich in den TV Berlin Nachrichten: Enttäuschung nach dem Brexit auch in Berlin. Union Berlin mit neuen Personalien und das Wetter noch kein Gewitter und noch dazu sehr schwül. Mehr zu den Aussichten und ab wann die Abkühlung kommt, mehr dazu am Schluss der Sendung. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Freitag, den 24. Juni. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat nach der Brexit-Entscheidung zur Ruhe und Besonnenheit aufgerufen. Es dürfe jetzt keine schnellen und einfachen Schlüsse geben, sagte sie Freitagmittag vor Journalisten. Es gibt nichts drum herum zu reden. Der heutige Tag ist ein Einschnitt für Europa. Er ist ein Einschnitt für den europäischen Einigungsprozess. Was die Folgen dieses Einschnitts in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten und Jahren genau bedeuten werden, das wird jetzt ganz entscheidend davon abhängen, ob wir, die anderen 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union, und uns als willens und fähig erweisen werden, in dieser Situation keine schnellen und einfachen Schlüsse aus dem Referendum in Großbritannien zu ziehen, die Europa nur weiter spalten würden, sondern ob wir willens und fähig sein werden, die Lage mit Ruhe und Besonnenheit zu analysieren, zu bewerten und auf dieser Grundlage gemeinsam die richtigen Entscheidungen zu treffen. Auch Berlins Bürgermeister und Innensenator Frank Henkel hat sich am Freitag enttäuscht über das Ergebnis der Abstimmung über den Verbleib Großbritanniens in der Europäischen Union gezeigt. Nach Jahrzehnten der Erweiterung und Integration hat die EU heute ihren schwersten Rückschlag erlebt. Das ist ein sehr trauriger Tag für unsere Staaten und Wertegemeinschaft. Gerade wir Berliner blicken auf Großbritannien als Partner und Freund. Die Folgen der heutigen Entscheidung sind noch überhaupt nicht absehbar, auch nicht für den Zusammenhalt innerhalb Großbritanniens selbst. Nur eines ist sicher: Eine EU ohne Großbritannien ist wirtschaftlich und politisch, aber vor allem auch geistig und kulturell ärmer, sagte Henkel am Freitag. Am frühen Freitagmorgen war klar, dass sich eine Mehrheit der Briten für einen Austritt aus der EU entschieden hatte. Die Folgen sind überhaupt noch nicht absehbar. Ein Wirtschaftsexperte geht davon aus, dass durch den Mindestlohn langfristig weniger neue Jobs entstehen. Davon ist Ostdeutschland stärker betroffen als der Westen, denn hier ist die Arbeitslosigkeit immer noch deutlich höher, sagte der Vizepräsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle, Oliver Holtemöller. Er schätzt, je höher der Mindestlohn, desto wahrscheinlicher seien negative Effekte für die Beschäftigung. Bis Ende Juni soll eine Kommission entscheiden, wie stark der Mindestlohn Anfang 2017 steigen soll. Derzeit liegt er bei 8,50 Euro die Stunde. Die Zahl der Menschen, die aufgrund ihres Drogenkonsums wegen psychischer Probleme und Verhaltensstörungen in Brandenburgs Klinik behandelt werden, ist stark gestiegen. Das hat das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg zum Weltdrogentag an diesem Sonntag mitgeteilt. Berliner Zahlen lagen nicht vor. Nach den jüngsten Zahlen aus Brandenburg aus dem Jahre 2014 wurden fast 12.600 Menschen mit solchen Problemen gezählt. Das sei im Vergleich zum Jahr 2010 ein Anstieg um fast 10%. Nur etwa 22% der Behandelten waren Frauen. Häufigster Behandlungsgrund waren mit großem Abstand Probleme durch Alkohol. Auf Platz 2 folgte der Konsum eines Drogenmixes, auf Platz 3 folgten Cannabisprodukte. Im Falle eines Wahlsieges der SPD würde Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller den bereits begonnenen Stellenaufbau im öffentlichen Dienst fortsetzen. Dafür wolle er die besten Köpfe gewinnen, sagte Müller am Freitag bei der Vorstellung eines 10-Punkte-Plans zur Modernisierung der Verwaltung. Unter anderem soll vieles elektronischer und effizienter ablaufen. Mit der Ankündigung eines Jahrzehnts der Investitionen läutet die SPD damit den Wahlkampf ein. Die Vorstellung eines SPD-Konzepts für eine moderne Verwaltung kann auch als Seitenhieb auf den Koalitionspartner CDU gewertet werden, dessen Innensenator Henkel dafür zuständig ist. Mit Blick auf die Wahl zum Abgeordnetenhaus sah die Landeswahlleiterin zwischendurch sogar eine ordnungsgemäße Wahl gefährdet, weil neue Berliner sich nicht mehr bis zum Stichtag 18. Juni, 3 Monate vor der Wahl, anmelden konnten.
Jens Keller, der neue Trainer Union Berlins, hat am Freitag seine Ziele für die kommende Saison vorgestellt. Der ehemalige Trainer von Stuttgart und Schalke 04 will mit den Eisernen besonders jungen Fußball spielen. Erst gestern war bekannt geworden, dass Union Nachwuchstalent Nils Stettin weiter verpflichtet wird. Der Verein verlängerte am Donnerstag den ursprünglich 2017 auslaufenden Vertrag mit dem Stürmer um ein weiteres Jahr. Keller zu seinen weiteren Zielen. Wir wollen unter die Top 20, das heißt aber nicht automatisch, dass wir mindestens Zweiter der zweiten Liga werden müssen oder wollen, keine Frage. Aber ja, wir wollen sowohl Zuschauer als auch Umsatzzahlen erfolgreich sein und deshalb sind die Ziele Top 20. Und wir wollen im oberen Bereich mitspielen, das ist ganz klar. Der Verein war letztes Jahr Sechster, sie haben hier einen sehr, sehr guten Job gemacht und da wollen wir natürlich schauen, dass wir uns verbessern. Ein erfrischendes Bad in der Spree an der Museumsinsel mit Blick auf die Wasserqualität wäre das wieder möglich. Aus wasserbiologischer Sicht habe der Spreekanal Kupfergraben Badewasserqualität, sagt ein Sprecher der Wasserbetriebe. Das hätten Messungen nach dem Starkregen in der vergangenen Woche bestätigt. Ob das Baden dort wirklich erlaubt werden könne, hänge jedoch von vielen anderen Faktoren ab, unter anderem von der Schifffahrt. Eine Vision für den Kupfergraben als Badeanstalt hat das Modellprojekt Flussbad Berlin entwickelt. Über den aktuellen Stand will der Verein Ende Juni berichten. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. In der Nacht ist der Himmel nur leicht bewölkt, es bleibt aber tropisch warm bei 23 Grad. Der Samstag präsentiert sich etwas kühler, mit 30 Grad wird es nicht mehr ganz so warm, gegen Abend steigt jedoch die Schauerneigung. Und der Ausblick, die kräftigen Gewitter für den Sonntag sind bislang noch unwahrscheinlich, es kühlt sich aber merklich ab. Bei nur zum Teil bewölktem Himmel pendeln sich die Werte auf durchschnittlich 23 Grad ein. Ja, und das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Ihnen noch einen schönen Abend und ein schönes, kühleres Wochenende. Tschüss, bis Montag.